Der gestimmt, die sehe ich dich noch nicht. Aber ich muss vielleicht Plus drücken. Jetzt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit der Fortsetzung der Erläuterung der Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Kurz für die Zuschauer im Livestream, wenn Sie dann inshallah kurz Bescheid geben, ob der Ton vorhanden ist, ob man mich hören kann. Jazakumullahu khair. Der Name, den wir heute inshallah ta'ala behandeln, ist der Name Al-Azim. Es geht also weiter mit den Namen, die mit der Macht Allahs Azza wa Jal zu tun haben, beziehungsweise die auf die Macht Allahs Azza wa Jal hinweisen. Und Al-Azim bedeutet der Gewaltige, Subhanahu wa Ta'ala. Dieser Name wurde im Koran 9-mal erwähnt. So sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala in Ayat Al-Kursi, der Vers des Thronschemels, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sein Thronschemel, auf Arabisch Al-Kursi, umfasst die Himmel und die Erde und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Gewaltige. Das ist Ayat al-Kursi, Ayat 255 von Surat al-Baqarah. Ebenso sagt Allah Azza wa Jal, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Also, hier werden zwei Namen miteinander verbunden. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene, Al-Ali, und Allgewaltige, Al-Azim. Außerdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Also zum Beispiel, wie wir es im Ruku', in der Verbeugung im Gebet machen. Und Allah azza wa jal sagt, إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Er pflegte nämlich nicht, an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben. Das heißt, derjenige, der in der Hölle ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Ein Grund, warum er dort landet, ist, dass er eben diesen Namen nicht verinnerlicht hat. Er glaubte nicht an den Allgewaltigen. Und die Regel, die ich immer wieder erwähne, die sehr wichtig ist bei der Überlegung oder dem Tadabbur, also dem Nachsinnen über den Koran, ist, dass wir diese Ayat immer lesen, als wären wir Adressat dieser Ayat. Das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, ja, ja, Abu Jahl und Pharaon, die glaubten nicht, dass Allah der Gewaltige ist. Sondern, dass wir sagen, wo liegen bei mir die Fehler, dass ich nicht richtig an Al-Azim glaube. Wo trifft diese Ayah bei mir zu. Allah Azza wa Jal sagt, er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Sünde ausübst, in dieser Trance, in dem du bist, in diesem Rausch, in dem du bist, da denkst du sicherlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, den Al-Azim subhanahu wa ta'ala, sondern du hast diesen Namen vergessen. Und das ist ja das Problem, wenn wir sündigen, möge Allah uns vergeben, dass wir fast alle Namen, wenn nicht alle Namen,
vergessen, und nicht nur die Namen Allahs, sondern wir vergessen das Paradies und die Hölle, wir vergessen die Engel an der rechten und linken Seite, wir vergessen den Engel des Todes, dass wir sterben können. All das geriet in Vergessenheit und deswegen sündigen wir. Und nur eine Sache davon, wenn wir uns daran erinnern würden, würde ausreichen, dass wir gar nicht erst diese Sünde begehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dieser Name Al-Azim ist vom Verb Azuma abgeleitet. Das bedeutet groß sein. Und der Ausdruck At-Ta'zim bedeutet Hochachtung bzw. Ehrung. Das heißt, Al-Azim ist derjenige, der Al-Ta'zim verdient. Also, er ist Al-Azim. Dass wir daran glauben und dass wir dies leben, nennt sich Ta'zim. Also Ehrung, Hochachtung, Verherrlichung. Al-Zajjaj, rahimahullah ta'ala, sagt, ein gewaltiger, also was bedeutet Al-Azim? Ein gewaltiger eines Volkes ist dessen Anführer und Oberhaupt. Warum? Weil er eben der Mächtige ist, derjenige, der die Fähigkeit besitzt, dieses Volk zu leiten. Kommen wir nun zur Bedeutung als Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Sa'di schreibt, Al-Azim ist derjenige, der alle Eigenschaften der Gewaltigkeit, der Oberhoheit, des Ruhmes und der Pracht besitzt. Das heißt, er zählt hier diese Dinge auf, die den Gewaltigen ausmachen. Er ist derjenige, der sämtliche Eigenschaften der Gewaltigkeit, Oberhoheit, des Ruhmes und der Pracht besitzt. Ihn lieben die Herzen und ihn ehren die Seelen. Die Wissenden sind sich bewusst, dass die Großartigkeit aller Dinge, mag sie auch noch so deutlich sein, von der Gewaltigkeit des Erhabenen und Allgewaltigen verschwindet. Das heißt, egal was du dir anschaust, und dieser Satz erklärt uns auch, wie wir diesen Namen benutzen sollen. Also schau dir die Schöpfung an, schau dir die gewaltigen Dinge an in der Schöpfung und erinnere dich dann an den Schöpfer, der viel gewaltiger ist, wie wir inshallah ta'ala noch an einigen Beispielen sehen werden. Er sagt, Allah ist der Allgewaltige, der alle Eigenschaften besitzt, die Hochachtung erfordern. Das heißt, diese Eigenschaften, die er hat, subhanahu wa ta'ala, erfordern von dir Respekt gegenüber Allah und Hochachtung, Verherrlichung. Kein Geschöpf vermag ihn angemessen zu loben und niemand ist imstande, ihm ausreichend zu danken. Er ist so, wie er sich selbst gelobt hat und er steht über dem, was seine Diener an Lob erwähnen. Auch das ist wieder eine Auswirkung dieses Namens, dass du weißt, egal wie sehr ich ihn lobe, egal was ich tue, es reicht nie als Gegenleistung aus. Also nicht, dass wir denken, wenn ich Allah Azza wa Jal anbete, dann habe ich meinen Job erledigt und es ist genug, was ich getan habe. Allah ist viel herrlicher, großartiger, majestätischer, als dass die Ibade aller Geschöpfe ausreichen würden als Gegenleistung für eine einzige Gabe. Das heißt, wir dürfen nie denken, dass unsere Ibade eine Gegenleistung darstellt. Es ist viel zu wenig. Nur die Gnade Allahs, dadurch empfängt uns Allah im Paradies, auch wenn unsere Taten nicht ausreichen. Und das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand gelangt ins Paradies durch seine Taten. Und da wurde er gefragt, auch du nicht, o Gesandter Allahs,
Und da sagt er, selbst ich nicht, nur wenn Allah mit mir allgnädig ist. Das heißt, der Eintritt ins Paradies, da gibt es nichts, was du tun kannst, damit du es verdienst. Das, was du von Allah erhalten hast, ist viel mehr, als du es bezahlen kannst mit Ibadah, mit Gottesdienst, mit guten Taten. Sondern die guten Taten sind für was? Für deine Rangstufe im Paradies. Je nachdem, was du getan hast, wirst du eine besondere Stufe haben. Aber der Eintritt überhaupt ins Paradies, das geht nicht aufgrund deiner Taten, sondern aufgrund der Gnade Allahs. Nur wer verdient diese Gnade Allahs? Wer wird Kandidat für die Gnade Allahs? Wer Allah anbetet, auch wenn diese Anbetung nicht genügend ist. Er sagt nun, dabei gibt es zwei Aspekte der Hochachtung. Also, dass du Allah achtest. Also, das ist diese Ta'zim. Erstens, die Tatsache, dass er alle Eigenschaften der Vollkommenheit besitzt. Also Allah Azza wa Jal ist in allen Dingen vollkommen. Es gibt nichts, wo Allah Azza wa Jal nicht vollkommen wäre. Diese Eigenschaften hat er in vollkommenster, gewaltigster und umfassendster Form inne. So besitzt er das umfassende Wissen, die uneingeschränkte Fähigkeit, die Oberhoheit, die Gewaltigkeit. Und zur Gewaltigkeit gehört, dass er die Himmel und die Erde in der Hand des Barmherzigen, oder andersrum formuliert, und zur Gewaltigkeit gehört, dass die Himmel und die Erde in der Hand des Barmherzigen kleiner als ein Senfkorn sind, wie es Ibn Abbas radiallahu anh und andere sagte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, also nicht geachtet, nicht respektiert, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werde. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesehen. Wenn du diese Ayah liest, dann solltest du dir vorstellen, wie gewaltig Berge sind, wie gewaltig die Planeten sind, wie gewaltig der Himmel ist. Denke darüber nach. Also überlege, wenn du diese Ayah liest. Du sollst nicht diese Ayah einfach so drauf loslesen, sondern dir Gedanken anstellen. Was bedeutet Himmel? Was bedeutet Erde? Ja, wenn du diese Erde liest, bevor du sie liest, schau dir mal die Erde an, wie gewaltig sie sind, wie tief die Meere sind. Die Erde, das sind ja Dinge, die drinstecken in der Erde. Eines nur davon ist gewaltig, ein Wal. Schau dir mal einen Wal an, wie gewaltig ein Wal ist, ja, wie viele Meter lang ein Wal ist. Oder das größte Schiff oder irgendetwas. Und das ist ja nichts im Gegensatz zu den anderen Planeten. Sicherlich hat jeder von euch mal dieses Bild oder dieses Video gesehen, wie die Planeten nebeneinander aufgestellt sind, die Erde und Mars und so weiter, Jupiter, Saturn, Sonne, und dann geht es weiter mit Planeten, die wir gar nicht kennen. Und es wird immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, und all das ist winzig. Allah Azza wa Jal sagt, sie haben Allah nicht eingeschätzt. Das heißt, sie wissen nicht, wer Allah ist. Sie wissen nicht, wie mächtig Allah ist, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Zusammengefaltet. Wenn ich das weiß, was sage ich? Subhanallah. Preis sei ihm,
erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und Allah Azza wa Jalla sagt: Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Schaut euch mal diese Namen an. Um was geht's? Es geht um Himmel und Erde. Und dann sagt Allah, Allah ist nachsichtig und allvergebend. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nachsicht und Vergebung, da geht es um wen? Um mich und um dich. Das heißt, es geht um meine Sünden, deine Sünden, möge Allah uns vergeben. Was hat das jetzt mit dem Himmel zu tun, mit der Erde? Allah hätte diese Erde zusammenbrechen lassen können, aufgrund unserer Sünde. Allah Azza wa Jalla hätte den Himmel runterfallen lassen können. Und nicht, dass wir denken, ja Sekunde mal, der Himmel ist doch das Nichts. Nein, nein, das ist das, was wir Menschen mit unserem eingeschränkten Sinnen sehen. Noch einmal, wir dürfen nie die Physik der Erde benutzen, um Allah zu verstehen. Oder andere Geschöpfe, Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir das letzte Mal schon erwähnten, die Sonne wirft sich nieder unter dem Thron. Ja, Sekunde mal, wie geht das, die Geschwindigkeit und die und so weiter und so fort, die Masse, Volumen. Du Winzling, willst verstehen, was Allah macht? Natürlich können wir es in einem begrenzten Maße ein bisschen nachvollziehen, aber wir können nicht Richter werden, ob Allah fähig ist zu etwas oder nicht. Sondern wir sagen, ja, Rabb, wir sehen deine Wunder hier tagtäglich. Also glauben wir, dass du zu viel mehr fähig bist, als das, was wir mit unseren Sinnen erfahren können. Also Allah Azza wa Jalla sagt, Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Also, dass sie nicht zusammenbrechen. Wenn sie zusammenbrechen würden, dann könnten wir nicht leben. Die Verschiebung der Erdachse, wäre sie nicht so, wie sie ist, könnten wir nicht leben. Die Geschwindigkeit der Erde, der Abstand zur Sonne, der Mond und der Abstand zur Erde, wir wissen Ebbe und Flut, stell dir mal vor, da wäre ein Unterschied, dann würde Allah alles überschwemmen lassen. Oder das Meer würde irgendwo hinfliegen, Allahu A'lam. Allah lässt alles, wie es ist, obwohl wir sündigen. Was ist das? Das ist Nachsicht. Das ist Nachsicht. Das bedeutet, Allah Azza wa Jalla gewährt uns Aufschub. Ihr wollt noch nicht bereuen? Ihr bekommt noch einen Tag ohne Erdbeben, ohne Überschwemmung, ohne Vulkanausbruch. Ihr habt schon wieder nicht bereut? Ihr bekommt jetzt noch einmal einen Tag, ohne dass die Sonne euch verbrennt und so weiter. Aber Allah könnte es. Denn das wird ja geschehen, Yawm al-Qiyamah, möge Allah uns bewahren, wird die Sonne, dieser Riesenplanet, eine Meile über den Köpfen der Menschen sein. Möge Allah uns an diesem Tag den Schatten gewähren unter seinem Thron, den nur einige besonderen Personengruppen bekommen, die Allah Azza wa Jalla anbeten, wie in diesem Hadith, 7 werden im Schatten unter dem Thron Allahs sein. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, dann wird die Sonne eine Meile über den Köpfen sein. Und der Überlieferer sagte, ich weiß nicht, meinte er die Meile, diese Strecke, ja, wie Kilometer, eben Meile, oder meinte er Meile, dieser Stab, ja, dieser Kajalstift oder wie man den auch nennt, ja, um Al-Kuhl, ja, dieses Ding, was man benutzt, um die Augen damit zu behandeln oder auch Frauen, damit sie sich schminken. Wie dem auch sei, ob das nur ein paar Zentimeter sind oder von mir aus eine ganze Meile, die Sonne über den Kopf, möge Allah uns davor bewahren. Die Menschen werden ertrinken in ihrem Schweiß, möge Allah uns bewahren und uns den Schutz geben, dass wir im Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala sein dürfen.
Das ist Allah, der Gewaltige, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du merken möchtest, wie gewaltig Allah ist, musst du dich schon beschäftigen mit den Geschöpfen. Das heißt, du kannst nicht einfach nur so, ich überlege jetzt an nichts, ich denke an nichts, an kein Geschöpf, so, Allah ist gewaltig. Das geht nicht. Du musst schon dein Herz aufwärmen, indem du gewaltige Geschöpfe dir anschaust. Und deswegen, liebe Geschwister, erwähnt Allah so viele Geschöpfe und Naturphänomene im Koran. Die Meere, die Sonne, die Berge, die Bäume, die Tiere, die Fliegen, die Bienen, die Kamele, die Kühe, so viele Dinge. Warum denn? Weil wir das alles brauchen, damit wir verstehen, wer Allah ist. Schaue dir die Schöpfung an, dann erkennst du den Schöpfer. Also was heißt das? Das heißt nicht, du siehst dann Allah in der Schöpfung. Erhaben ist er darüber, dass er überall sei, in jedem Geschöpf. Sondern das bedeutet, dann erkennst du die Eigenschaften Allahs, dass er mächtig ist, dass er allwissend ist, dass er allweise ist. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal sagt, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ. Beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her. Wenn Allah Azza wa Jal also sie nicht zusammenhalten würde. Das heißt, wir brauchen Allah permanent. Wir brauchen Allah Azza wa Jal die ganze Zeit. So viel hätte passieren können, sodass kein Leben auf der Erde möglich ist, aber Allah beschützt uns. Er beschützt uns, sodass wir immer noch auf dieser Erde leben können. Es wurde auch überliefert, diesen Hadith hatten wir bereits erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Kibriya'u ridai wal-Azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma azzabtu. Das bedeutet, die Oberhoheit ist mein Obergewand und die Gewaltigkeit ist mein Untergewand. Wer mir etwas davon streitig macht, den werde ich bestrafen. Das heißt, das sind Eigenschaften, die kein Geschöpf haben kann. Also diese Oberhoheit und diese Gewaltigkeit, denn niemand ist so mächtig wie Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, also wir sind immer noch bei Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Er sagte ja, dass diese Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala oder die Hochachtung Allahs, Ta'zim, die Verherrlichung Allahs, dass das zwei Aspekte beinhaltet. Einmal, dass wir wissen, dass er so vollkommen ist und so mächtig ist. Zweitens die Tatsache, dass kein Geschöpf es verdient, so hoch geachtet zu werden wie Allah. Schließlich verdient Allah die Hochachtung seiner Diener in ihren Herzen, auf ihren Zungen und durch ihre Körperteile. Was heißt das? Das bedeutet, diese Hochachtung artikulierst du, die Ausprägung, das heißt diese Auswirkung geschieht im Herzen. Du hast das Gefühl, dass Allah gewaltig ist und du sprichst es aus, zum Beispiel indem du sagst Subhana Rabbi al-Azim und du lebst danach. Wie lebt jemand, der Respekt vor einem anderen hat? Du hast Respekt vor deinem Vater, vor deiner Mutter, vor dem Lehrer, vor dem Vorgesetzten, vor irgendjemandem. Wie lebt man dann? Dieser Respekt, der wird gelebt. Du sagst nicht nur, hallo, ich habe Respekt. Und dann machst du nicht das, was er dir sagt. Dann sagt er dir, das ist ja unverschämt. Du redest hier von Tag zu Tag, dass du mich respektierst und achtest. Am Ende machst du genau das Gegenteil dessen, was du sagst. Also, auch die Hochachtung, Ta'zim, geschieht im Herzen, geschieht mit der Zunge und geschieht mit den Taten. Dies geschieht durch die Anstrengung, ihn zu kennen und zu lieben. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich Allah verherrliche, ihn achte, ihn respektiere, dass er mir wichtig ist, dass ich ihn nicht ignoriere. Das ist ja das Gegenteil von respektieren. Dass er mir nicht egal, Allah schaut zu, schaut nicht zu, ist mir doch egal. Dass dies nicht passiert, indem ich Allah kennenlerne,
indem ich weiß, wer das ist. Und wie weiß ich, wer es ist? Ich schaue mir die Schöpfung an. Und natürlich schaue ich mir den Koran an, die Sunna an, den Propheten an, alayhi salatu wassalam, und die vorherigen Propheten, wie sie Allah geachtet haben, verherrlicht haben. Das sind alles Mittel, damit du diese Verherrlichung, Hochachtung lebst und spürst. Er sagt, dies geschieht durch die Anstrengung, ihn zu kennen und zu lieben, sich ihm zu unterwerfen und ihm gegenüber demütig zu sein. Man ergibt sich seiner Oberhoheit und empfindet Furcht vor ihm. Mit der Zunge spricht man Lob aus. Mit dem Körper zeigt man Dankbarkeit und Dienerschaft. Ebenso gehört zur Hochachtung die Gottesfurcht auf beste Art und Weise zu verinnerlichen. Dies bedeutet, ihm zu gehorchen und sich nicht zu widersetzen. Das ist also die Essenz, das ist die Auswirkung. Am Ende dieser Prozess, dass dein Herz immer mehr Allah erkennt, immer mehr Allah respektiert, was haben wir davon oder wie wird, spiegelt sich das wieder, wie wird das übersetzt in Taten? Durch Anbetung und Gehorsam. Dies bedeutet, ihm zu gehorchen und sich nicht zu widersetzen, seiner zu gedenken und ihn nicht zu vergessen und ihm gegenüber dankbar und nicht undankbar zu sein. Eine weitere Form der Hochachtung ist die Hochachtung der Heiligtümer. Was bedeutet das? Allah Azza wa Jal hat uns Dinge gegeben, die wir achten, respektieren sollen. Das sind Heiligtümer. Und so sagt Allah Azza wa Jal, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das bedeutet, so ist es, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hochehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Also, wenn du zum Beispiel die Kaaba achtest, dann zeigt das Gottesfurcht. Und Allah Azza wa Jalla sagt, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. So ist es. Und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser für ihn bei seinem Herrn. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat uns Orte, Zeiten, beziehungsweise Dinge wie die heilige Moschee, also Mekka zum Beispiel, hat er uns gegeben als Heiligtümer. Was soll das bedeuten, Heiligtümer? Das heißt, die verdienen eine extra Portion Achtung und Ehrung. Und diese Ehrung der Kulthandlungen, wie zum Beispiel die Pilgerfahrt, die Freitagspredigt, der Gebetsruf, andere Gottesdienste, die geschieht, wenn wir den Wert dieser Gottesdienste erkennen. Und besonders jetzt, liebe Geschwister, in Zeiten von Corona, in der zu einer bestimmten Zeit konnten wir nicht in die Moscheen, oder wenn wir in die Moscheen kommen, können wir nicht Fuß an Fuß beten. Da merken wir, was wir hier verloren haben. Möge Allah uns das alles wieder geben, sodass wir ihn auf beste Art und Weise wieder anbeten. Dass wir nicht zur Umrah gehen können oder zu Hajj, möge Allah uns das nicht verbieten, möge Allah uns das gewähren, dass er uns das erlaubt. Da merken wir heute, dass wir das benötigen, dass wir zugrunde gehen ohne Jumu'ah. Ja, vielleicht der ein oder andere früher, ja, schon wieder Freitag. Aber jetzt, wann darf ich wieder regelmäßig zur Jumu'ah? Oder wer zum Beispiel Al-Adhan hört und dann hört Al-Adhan nicht mehr, der sagt, einmal möchte ich noch mal Al-Adhan hören.
oder jemand, der nicht mehr die Niederwerfung machen kann, auch aufgrund von Krankheit, möge Allah uns bewahren vor allen Krankheiten, der sagt, ich habe einen Wunsch im Leben, einen Wunsch, dass ich noch einmal meine Stirn auf den Boden legen kann. Und du kannst es jeden Tag und willst es nicht tun, möge Allah uns vergeben. Diese Kulthandlungen bedeutet nicht, das sind so Folklore, unnötiges Zeug, sondern das bedeutet, das sind besondere Handlungen. Wenn du darauf achtest, ist das ein Zeichen, dass du Allah verherrlichst. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich glaube an Allah al-Azim, aber die Gebete sind dir sowas von egal. Jumu'ah ja oder nein, sowas von egal. Halal essen oder nicht verdienen, halal ist egal. Pilgern oder nicht pilgern, ja, wenn ich 90 Jahre bin, dann gehe ich vielleicht, wenn ich noch Lust habe. Diese Gleichgültigkeit ist kein Anzeichen für Ta'zim. Ta'zim, Hochachtung, bedeutet, nein, an allererster Stelle Allah. Das bedeutet Ta'zim. Er ist der Größte, der Gewaltigste. Er kommt an erster Stelle in meinem Leben. Das bedeutet Ta'zim. Und wenn er an erster Stelle kommt, dann kommt auch mein Gebet an erster Stelle. Dann kommt auch das Fasten an erster Stelle. Dann kommt auch die Zakat an erster Stelle. Wenn jemand die Zakat vernachlässigt oder Ramadan vernachlässigt und so weiter und so fort, die Pflichten vernachlässigt, seine Eltern vernachlässigt, das sind alles gewaltige Taten. Wer diese Dinge vernachlässigt, es ist ihm egal, ob er weiß, ob es seiner Mutter gut geht oder nicht, der hat nicht verstanden, was Al-Azim bedeutet. Denn Al-Azim bedeutet nicht, dass du nur Allah achtest, sondern dass du auch seine Gebote achtest. Dass nicht nur Allah für dich eine Rolle spielt, sondern auch die Gebote Allahs. Denn wenn du nicht die Gebote Allahs achtest, dann hast du nicht Allah geachtet. So ist ein Ziel dieser Gottesdienste, den Menschen zur Moral zu erziehen. Das ist ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister, dass wir verstehen, was hat denn das für einen Sinn? Es gibt Hajj und es gibt Umrah und es gibt Zakat und es gibt Fasten. Warum machen wir das? Denn einige Menschen, ja, die sagen sich, ja, guck doch mal, so viel Geld muss man ausgeben für die Hajj, sollten wir damit doch nicht den armen Leuten helfen? Ja, aber die ganzen anderen Partys und Allahu A'lam, die dürfen weiterlaufen. Ja, Silvester, zum Glück gab es Verbot von Böllern und trotzdem wurden, was weiß ich, zig Milliarden Böller in die Luft geschmissen. Aber Al-Hajj, nee, das Geld ist lieber für die armen Menschen. Diese Ibadat, liebe Geschwister, sind Trainingseinheiten. Wer sagt, warum haben wir diese Ibadat, der sagt, warum trainieren die Fußballer eigentlich vor einem Spiel? Das ist doch klar, wie? Willst du sofort direkt ins Spiel? Oder warum lernen die Schüler vor der Prüfung? Das ist genauso unsinnig. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Trainingseinheiten auferlegt. Und zwar in allen Disziplinen. Disziplin, Geld ausgeben. Disziplin, Zeit ausgeben. Disziplin, Anstrengung ausgeben. Disziplin, Gehorsam zu den Eltern. Es gibt mehrere Disziplinen, die du trainieren musst. Dazu gehört auch, dass du mal dein Hab und Gut ausgibst für Allah. Und Allah, so gnädig wie er ist, hat er uns das nicht jedes Jahr auferlegt. Du musst jetzt nicht dein Hab und Gut, dein Erspartes jedes Jahr ausgeben. Nein, nein. Mach's einmal im Leben. Einmal im Leben. Warum? Weil derjenige, der gelernt hat, sein Geld auszugeben, obwohl er nichts davon hat, ich meine nichts Weltliches, natürlich im Jenseits, du wirst zurückkehren von der Pilgerfahrt wie neugeboren, möge Allah die Pilgerfahrt erlauben. Aber Weltliches, was habe ich davon, außer ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, ich habe 5000 Euro oder mehr geblecht, und so weiter. Was habe ich jetzt weltlich? Außer natürlich, ich will angeben, ich bin Hajji XY, dann hast du auch nichts davon. Ja? Aber wenn ich nicht angeben möchte, ich will nicht prahlen, was habe ich denn weltlich davon? Nichts. Aber derjenige, der das mal trainiert hat, Geld auszugeben, ohne Gegenleistung zu bekommen,
der wird auch spenden für arme Menschen, ohne Gegenleistung zu bekommen. Wer trainiert hat zu hungern, ohne dass er Gegenleistung bekommt, der wird auch in der Lage sein zu hungern, um anderen Essen zu geben. Diese Moral muss entwickelt werden. Ohne Ibadah gibt es keine Moral. Was heißt das andersrum formuliert? Ohne Training wirst du nicht gewinnen. Und deswegen hat Allah diese Kulthandlungen uns gegeben. Warum? Am Ende, wozu soll das führen? Dass du deinen Charakter veränderst. Alle Ibadat, egal welche Ibadat, Gebet, Fasten, Spenden, Pilgern, Koran lesen, egal was. Was ist das Ziel am Ende? Dein Charakter. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wurde nur entsandt. Es gibt keinen anderen Grund. Ich wurde nur entsandt, um den Charakter zu vervollständigen. Das ist Ziel der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie wird der Charakter vervollständigt? Durch Ibadah. Wer nie im Leben gespendet hat, warum sollte er spenden, wenn er nichts davon hat? Warum der eine oder andere sagt, aber nein, Sekunde mal, guck doch mal, so viele Stiftungen gibt es auf dieser Welt und so. Warum gibt es die? Weil du sie von der Steuer absetzen kannst. Das heißt, am Ende hast du doch, du kannst die Spendenbescheinigung, ich sage ja nicht, dass es haram ist, ja, aber ich sage, was ist, wenn du nichts bekommst? Wie viele Menschen sind bereit, Gutes zu tun, wenn sie in der Dunya nichts davon haben? Der Muslim trainiert, geht zur Hajj, du hast nichts davon und du blechst wirklich so viel Geld und so viel Zeit. Man muss sich vorstellen, früher, das war ja eine Lebensreise, nicht wie heute, 2 Wochen oder 3 Wochen. Und trotzdem ist es anstrengend und trotzdem ist es sehr viel, sehr kostspielig. Warum all diese Ibadat? Damit du deinen Charakter reinigst. Umso schlimmer ist es, wenn du danach genauso nass bist wie vorher. Wenn du alles ausgegeben hast, so viel gespendet hast, so viel gefastet hast und dein Charakter genauso wie vorher, dann hast du nicht verstanden, warum du trainieren gehst. Stell dir mal vor, jemand trainiert 5000 Jahre mit dem Fußball und schießt kein einziges Tor. Was hat der die ganze Zeit denn gemacht? So ist es, du gehst zu Hajj und du fastest und du spendest und liest Koran und am Ende, du beleidigst den und du lügst den an und du betrügst den und du vernachlässigst deine Eltern. Und was hat der sein ganzes Leben getan? Und deswegen müssen wir diese Kulthandlungen, diese Ibadat hochachten. Was heißt das? Wertschätzen. Du musst, bevor du betest, bevor du fastest, bevor du Koran liest, musst du wissen, warum mache ich das? Deswegen brauchen wir doch die Absicht immer. Die Absicht ist nicht in eine Form, hiermit beabsichtige ich dies und jenes. Nein, die Absicht bedeutet, ja Allah, ich möchte nach dieser Ibadah ein besserer Mensch werden. Ja Allah, das sagst du nicht, aber das ist deine Einstellung. Ja Allah, bitte hilf mir, dass ich durch diese Ibadah ein besserer Mensch werde. Wenn du Allahu Akbar sagst beim Gebet und du hast gar nicht vor, ein besserer Mensch zu werden. Wie viele von uns sagen Allahu Akbar und überlegen im Gebet, wie sie über den anderen lästern. Ja, ich habe noch vergessen, das muss ich auch noch sagen über den und den. Im Gebet. Der hat nicht verstanden, warum das Gebet offenbart wurde. Natürlich sagen wir jetzt nicht, bete nicht. Du darfst nie demotivieren. Es gibt Leute, wenn sie sehen, einer ist schlecht. Was machst du in der Moschee? Geh doch nicht in die Moschee, wenn du so bist. Oder warum betest du? Warum hast du Hijab? Zieh doch dein Hijab auf. Ein Muslim kann doch nicht die Menschen zur Sünde motivieren. Nein, sondern wir sagen, hör mal zu, guck mal. Alhamdulillah, du hast einen Schritt gemacht, du bist in der Moschee. Alhamdulillah, du hast einen Schritt gemacht, du ziehst den Hijab an. Guck mal, wie wäre es, wenn du jetzt den nächsten Schritt machst und auch deinen Charakter verbesserst? Also, At-Ta'zim, dass du sagst, Subhana Rabbi al-Azim. Das ist ein Motto fürs Leben. Das bedeutet, ja Allah, hilf mir, dass ich erkenne, dass du der Gewaltige bist. Was habe ich davon? Dann erkenne ich, wie wertvoll die Ibadah ist. Und dann werde ich zu einem zivilisierten Menschen, zu einem guten Menschen.
Das heißt, die Bereitschaft zum Handeln, auch wenn man keine weltlichen Vorteile hat, erlangt man eben durch diese Ibadat. Die Hochachtung der Gottesdienste zeigt sich darin, dass sie auf angemessene Weise verrichtet und nicht vernachlässigt werden. So gehört es zur Hochachtung für eine bestimmte Ibadah, die Zeit für eine bestimmte Ibadah einzuhalten. Hierzu sagt Ibn Qayyim Folgendes. Hört euch an, was Ibn Qayyim rahimahullah sagt. Zu den Merkmalen der Hochachtung der Gebote Allahs gehört, dass man sich beeilt, sie umzusetzen, wenn sie zur Pflicht werden. So wie Trauer und Kummer zu empfinden, wenn eine Pflicht vernachlässigt wird. Wem tut es leid, dass er Subh verschlafen hat? Dass man verschläft, ist schon etwas Schlechtes. Aber dass du gar nicht bemerkst, irgendetwas. Ja, ich habe. Ja. Wie, ja? Was? Ja, ja, ich schlafe halt. Was ist los? Ich habe verschlafen. Yani, barakallahu fi, dass er überhaupt noch yani, an das Gebet denkt. Aber wenn man sagt, la hawla wa la quwwata illa billah, ja, hast du mich nicht mehr lieb? Bin ich dir gleichgültig und deswegen darf ich nicht vor dir stehen morgens? Weil wenn du mich lieben würdest, wenn ich so gut wäre, dass ich deine Liebe verdient hätte, hättest du mir alles geebnet, dass ich da vor dir stehe. Welche Sünde, ja Rabbi, war schuld, dass ich heute nicht vor dir stehen durfte? Ein Muslim empfindet nicht, dass er nicht seine Pflicht getan hat, sondern er empfindet, dass er ausgegrenzt wurde von Allah. Derjenige, dem Allah egal ist, ja gut, alles klar, es gibt ja viele Sünden, ja, dem ist es egal. Das ist eben der Unterschied zwischen Ta'zim, Verherrlichung, Hochachtung Allahs Azza wa Jalla und Gleichgültigkeit. Er sagt hier, ein Beispiel dafür ist, das Gemeinschaftsgebet zu verpassen. Auch wenn das allein verrichtete Gebet angenommen wird, so hat man doch die 27-fache Vervielfachung verpasst. Ein Händler, sagt Ibn Qayyim, dem ein Geschäft in der eigenen Stadt entgeht, für das er nicht hätte verreisen müssen, um das ihm 27 Mal mehr Gewinn und das ihm 27 Mal mehr Gewinn hätte einbringen können, wird dies zutiefst bedauern. Stell dir mal vor, du weißt, morgen ist Allahu A'lam eine Messe, ein Markt, irgendwas, du kannst deinen Stand aufmachen und du hast es verpasst. Wirst du auch sagen, ja, das kann ja passieren. Ja. Viele verpassen die Messe, obwohl es eigentlich nicht so ist, ne? Aber ne? Oder wird es, nein, hey, das geht doch nicht, wie konnte ich nur, es gibt, warum habt ihr mich nicht aufgehört, die 50 Wecker, die ich hatte und so weiter. Das heißt, man ist so traurig. Ist man traurig, dass man vergessen hat, nach der Mutter zu fragen, nach dem Vater zu fragen? Ist man traurig, dass man einen Tag mehr Streit hatte mit seinen Geschwistern? Oder empfindet man sogar Glücksgefühle? Ja, noch ein Tag ohne ihn, ja. Da habe ich es nochmal gezeigt hier. Der soll diese Erkrankungen der Herzen, liebe Geschwister, die kriegen wir nur weg, wenn wir wissen, warum machen wir das? Warum diese Ibad? Was bringt uns diese Ibad? Wenn wir das verstehen, werden wir Motivation empfinden. Er sagt also dieses Beispiel. Wenn ein Mensch das Gemeinschaftsgebet kalten Herzens verpasst und es nicht als Katastrophe erachtet, so ist dies ein Mangel an Hochachtung der Gebote Allahs. Liebe Geschwister, wir reden hier von einer höheren Liga. Natürlich gibt es Leute, die sagen, hör mal zu, ich will nur die Basics. Lass mich doch in Ruhe mit diesen hier First Class, Iman, Ibadah und so. Na gut, also ich rede ja von denen, die den Propheten begleiten wollen, sallallahu alaihi wa sallam. Die Allah jeden Freitag im Paradies sehen wollen.
die Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und vor ihnen Nuh und Adam a.s. und Zakaria und Idris und Yahya und wie sie alle heißen. Aber wenn einem das egal ist, dann hat er ein Verständnisproblem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Allah bittet, dann bittet ihn um Al-Firdaus, um die höchsten Stufen. Der Muslim darf nicht enthaltsam und genügsam sein in Sachen Akhirah. In der Dunya ja. Ein Glas Wasser, Alhamdulillah, Hauptsache ich bin nicht tot. Aber in der Akhirah, nein. Ja Rabbi, bitte, ich will dich immer sehen. Ich will dich immer hören, ja Rabbi. Ich will diesen Genuss empfinden, ja, um Al-Qiyam. Ich will nicht, wie gesagt, Hauptsache irgendein Zelt irgendwo in der Ecke im Paradies. Nein, nein, ja Rabbi, nein, 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 nein. Umdrehen kann man umdrehen. Was ist das hier? Das wird noch separat aufgenommen. Ach so, mit besserer Qualität wird es dann hochgeladen. Ja, ja, aber das ist der gleiche. Nicht das Runde fehlt. Ja, das ist der gleiche. So. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Entschuldigt. Das technische Problem, ganz kurz. Kann man mich wieder hören, ja? Und sehen? Na. Sieht man es auch? Ja, okay, alhamdulillah. Sehr schön. Ja. Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer erlauben, die Ibadat fortzusetzen. Ja, auch diese Ibadat, dass wir einen Vortrag uns anhören oder halten, möge Allah uns davor bewahren, dass er uns ersetzt, möge Allah uns benutzen und nicht, also möge Allah uns einsetzen und nicht ersetzen. Kleiner Sabertest, genau. Jazakallahu khairan. Gut, wir waren stehen geblieben beim Dhikr Subhana Rabbi al-Azim. Ibn Qayyim rahimahullah sagt dazu, so wurde dem sich Verbeugenden im Ruku' geboten, die Gewaltigkeit seines Herrn zu erwähnen, während er seinen Körper senkt und sich damit unterwirft. Das heißt, warum sagen wir im Ruku' Subhana Rabbi al-Azim? Warum sage ich nicht Subhana Rabbi al-Ghafur, al-Rahim, Al-Tawwab, Al-Qahhar, Al-Jabbar, irgendetwas. Weil ich mit der Verbeugung erkläre ich was? Respekt. Oder nicht? Ja, das kennen wir im Kampfsport zum Beispiel, Karate oder sowas ähnliches, wie sich die Leute verbeugen. Warum machen sie das? Volker? Kamera. Warum machen diese Menschen das? Warum verbeugen sie sich vor dem Trainer, was natürlich islamisch nicht erlaubt ist? Sie verbeugen sich aus Respekt vor diesem Trainer. Ja, das heißt, das ist allgemein bekannt in der Menschheit schon früher und auch heute ist es, also schon früher und auch heute ist es bekannt, dass Verbeugung eine Geste des Respekts ist. Wer verbeugt sich vor wem? Der Niedrigere vor dem Höhergestellten. Ja? Das heißt, der Schüler vor dem Trainer. Der Untertan vor dem Herrscher. Das heißt, es ist nicht der Herrscher, der sich verbeugt vor seinen Untertanen oder der Trainer, der sich verbeugt vor seinen Schülern, gut, vielleicht gibt es einige, die das machen, aber das ist die Regel. Schwächere verbeugt sich vor dem Stärkeren. So, und du verbeugst dich vor Allah subhanahu wa ta'ala und sagst dabei, O Allah, warum du dich verbeugst. O Allah, du bist der Gewaltige, du verdienst es, dass ich mich verbeuge vor dir. Und deswegen darf ein Muslim vor keinem Menschen sich verbeugen. Weder für Sport noch aus Spaß noch irgendetwas. Das Verbeugen ist ein Gottesdienst, eine Ibadah, die gilt nur Allah. Warum? Weil nur er es verdient. At-Ta'zim, diese Verherrlichung, Hochachtung, dieser göttliche Respekt, also der Respekt aufgrund der Tatsache, dass er Gott ist, diese Anbetung
verdient nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Verbeugung ist eine Geste zur Bekundung der Hochachtung. Und dies darf nur Allah gewidmet werden. Allah azza wa jal sagt in einer anderen Ayah, مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Warum strebt ihr nicht danach, Gott gebührend hochzuachten? Ja, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala fragt die Achtlosen, natürlich an allererster Stelle, die nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, aber noch einmal, wir müssen immer daran denken, okay, ich habe auch ein Defizit an Hochachtung. Zwar kein Defizit, wie es bei Menschen der Fall ist, die nicht an Allah glauben, aber trotzdem gibt es viele Momente in meinem Leben, in der die Ayah für mich gilt. Warum strebt ihr nicht danach, Gott gebührend hochzuachten? Einige Tafsir-Gelehrte deuteten diese Ayah folgendermaßen: Warum habt ihr keine Ehrfurcht vor der Gewaltigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala? Dann machen wir an dieser Stelle Halt. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.